Hallo meine Freunde des Black Panthers und willkommen zurück zu Let's Play Lego Marvel's Avengers mit dem Black Panther DLC und dem Joker an meiner Seite. Und mit dabei ist auch noch Claw und Shuri und auch natürlich Black Panther gespielt von Drachenbursche. So ist es. Wir grüßen an der Stelle keinen Panther, aber eine Kater mit dem Namen Garfield. Und wir grüßen den Hund Floki. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Auf jeden Fall Hund, wenn du das hörst. Fühl dich gegrüßt. Tipp mal, einmal müssen wir ihn noch hauen, dann ist vorbei mit ihm. Nee, der hat doch nur 3 Leben. Ja, gut, aber das zählt der 4. Immer. Wir ziehen ihm ja, glaube ich, immer mehrere ab, oder? Mit so einer Aktion. Jetzt hat er immer noch 4, 3. Nicht abhauen, bleib da! Ach, Manu. Was wäre ein langer Bosskampf ohne sich wiederholende Aktionen? Das ist nicht sein Ziel. Ja, da kann man nochmal einen coolen Finisher machen. Achso, ja. Jawohl. Komm, einmal noch. Ah, ja, gut, einen hat's getroffen. Einen haben wir eben. Es sah zumindest cool aus. Nochmal. Geht aber auch immer in die falsche Richtung. Oh, jetzt haben wir schon 2 getroffen. Ja, Wahnsinn. Er läuft hier bei uns. Geht irgendwie immer in die falsche Richtung, dieser Finn. Oh, jetzt haben wir gleich 2 Leben abgezogen. Komm her. Ja, ich befürchte, wir müssen ihn lassen. Eine letzte Runde gibt's noch vom Bosskampf. Auch wenn wir ihn eigentlich schon erwischt hätten, ne? Möchte ich an der Stelle nochmal festhalten. Und bring dich in Sicherheit, denn sein Laser ist unermüdlich. Unerbittlich vor allem, wie ich gerade feststellen durfte. Schmerzhafte Angelegenheit, Und jetzt lässt er wieder hier irgendwas fallen, das ist auch wieder uncool. Ja, au. Oh. Frechheit, aber es gibt Münzen, wenn man sich treffen lässt. Also selbst wenn man verliert, gewinnt man. Praktisch. Und da kommt aber man sieht den Schatten, ja, man sieht den Schatten, man sieht den Schatten. Und er trifft uns nicht. Ja, aber wir sind das dynamische Duo. Das A-Team. Oder das Black Panther-Team. Also jetzt hat er schon auf mich abgesehen. Nein, jetzt hat er auf dich abgesehen. Sehr gut. Wenn wir das Black Panther-Team sind, dann sind wir eher das BP-Team. Schiebt er was über seinen eigenen Kopf? Wäre lustig, wenn er sich mit seinem eigenen Kopf schlagen würde. Na komm, macht mal hier wieder eure. Erstmal ein bisschen Seilspiele. Fesselspiele. Na komm, ausgefesselt. Ah, du Clown-Mensch, du. Und weggeboxt. Wieso zieht ihm das eigentlich nie was ab? So, jetzt haben wir ihn. Endlich waren wir siegreich. Claw war besiegt und musste sich dem Urteil der Panthergöttin stellen. Aber erst, nachdem er sich meinem gestellt hatte. Nach Claws Entwaffnung. Entwaffnung. Er griff seine Söldnerarmee feige die Flucht. Wir bauten unsere Stadt wieder auf. Ihre Mauern und Bürger viel stärker denn je. Auch meine Schwester hatte ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Wakanda würde sie bald dringend brauchen, aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht gibt es ja noch eine Black Panther Erweiterung. Wer ist Black Panther? Ja, das haben wir gerade rausgefunden, wer das ist. Der König Wakandas. Richtig, das bin ich. Und wer hat mehr Münzen gesammelt? Richtig, ich. Ja, ich habe da gar nichts gesehen. Auf jeden Fall habe ich auch eine Trophäe erhalten. Und wahre Avenger sind wir auch geworden. Jokic hat natürlich auch die Trophäen erhalten. Stanley konnten wir leider nicht retten. Wir haben ihn zwar gesehen, aber es war schon zu spät für ihn. Aber ich glaube, wir müssten eigentlich... Ja, wobei ich würde sagen, wir machen Freispiel erst, wenn wir Minikit-Finder und sowas haben, weil genau. Gehen wir da 50 Mal durch. So ist es. 2 von 4 haben wir immerhin von den goldenen Steinen, das ist doch mal ein guter Anfang. Schauen wir uns mal ein bisschen New York an, weil wir sind eh in New York fast. Ja, ich würde jetzt... Die Charaktere haben wir eh. Ich bin Crossbone. Ich bin den... Yay, ich bin der... Nein, oder ja. Kann der fliegen? Nee. Was kann Crossbone denn noch so? Was kannst denn du? Okay, du kannst schießen. Der Knight kann leider nur schlagen. Der läuft aber witzig, schau mal. Ich hätte mal Lust. Oh, wer ist denn Gordon? Das sieht irgendwie nicht das ist schon ein anderes Level-Paket. Ach so. Nee, ich wollte eigentlich mal hier gucken, wo ist ein Ant-Man? Ant-Man haben wir auch noch, ja. Das ist ein Tick. Ich kann mich kleiner machen. Wer ist denn Tick zur Hölle? Und ich kann. Okay, was auch immer. Und das sieht nach größer machen aus. Nee. Ist das so eine Art Schutzschild? Nee, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist dieses nette Ding. Das ist geil. Das kann sich groß und klein machen, kann fliegen, kann schnell fliegen. Und, naja, ich hoffe, das Dark Tower hat ein gutes Insektenspray. Boah, da brauchst du auf jeden Fall viel Insektenspray bei dem Viech. East Village. Ich sehe gerade noch die anderen Charaktere, die es hier gibt.
Killmonger. Ich meine, wie cool ist das denn? Wir können einen Insekt spielen. Killmonger sieht auch witzig aus. Oh Gott, ich bin im Stark Tower jetzt. Oh nein, was tust du? Wie kannst du nur? Wieso bin ich jetzt auch so ein was auch immer? Weil das Viech wahrscheinlich da nicht reingepasst hat. Vermute ich mal stark. Finde ich sehr uncool. Tja, von dem Viech. Tut mir leid. So, wen was haben wir doch? Man-Ape M'Baku. Sieht witzig aus. M'Baku. Shuri haben wir schon gesehen. White Wolf gehört, glaube ich, nicht mehr dazu, oder? Baron Murdoch. Okay, das ist im Prinzip ein Hulk in Affenform. Dormani, was sind das alles für geile Charaktere hier? Ach, aber ich will wieder raus. Ah, das sind... Sieht aber witzig aus als Affe. M'Baku. Oh, ich kann meinen Speer schleudern. Nein, ich war doch schon draußen aus dem Aufzug. Lass mich raus. Ich will nicht mit Dog jetzt in einem Aufzug gefangen sein. Wenn er M'Baku ist. Genau, das ist sehr gefährlich. Nein, lass mich hier raus. Sei froh, dass wir Friendly Fire ausgeschaltet haben. Ja, da bin ich schon sehr froh. Aber guck mal, was er auch kann, ist das hier. Die Shuri haben und jetzt, schau her, der Fall des Affen. Ganz bequem. Ich zeig dir gleich mal, was hier geht, du Affe. Okay, ich kann irgendwie... Ah! Kann falsche grad, Richtung. Kann irgendwie Schallsachen machen, kann ich auf... Also, ich lasse mir da mal Zeit. Ne, wir nehmen den schnellen Weg nach unten natürlich. Inklusive. Boah, schaffen wir es auf dem Bus zu landen? Boah, das wäre cool. Ich bin aber zu langsam, glaube ich, auf dem Bus zu landen, oder? Ja, doch. Nein! Okay, also du bist Hulk, du bist War Machine, Shuri. Ach, ich kann so Schallsachen schießen. White Wolf. Oh, einen Strahl habe ich auch noch. Okay, das sind jetzt. Ah, das sind, glaube ich, die gehören eher zum nächsten Level-Paket. Das kann gut sein, ich kenne sie jedenfalls nicht. Nee, die gehören zum Doctor Strange, aber wir spoilern okay. Hier einfach eiskalt. Stimmt, Doctor Strange Level-Paket haben wir ja auch noch. Machen wir noch ein paar Missionen, wenn wir hier eh schon sind. Dass wir immer so ein bisschen Abwechslung haben zwischen freien Spielen und natürlich den Erweiterungen. Der sieht doch mal nett aus. Gell? Der ist cool, der brennt sogar. Für Chaos in der Stadt. Nimm mal Vision, weil Vision kann fliegen. Nein, ich will nicht. Nein. Du hast es eh gleich verkackt, keine Sorge. Ich habe leider keinen starken Mindless One. Okay. Was ist das denn da oben? Was ist das denn, was mir da angezeigt wird? Auch wieder... Ist es ein Fahrzeug? Nee, was wird einem denn okay, da? Du hast einen Laser. Kannst du damit Burger grillen? Nein. Was kann man denn da freischalten zur Hölle? Was ist das für ein Zeichen? Ist das ein Charakter? Nee, ist das ein Schiff irgendwas? Okay. Ich fliege noch eine Runde, wenn es recht ist. Mit Vision. Und unglaublich cooler Musik. Ich renne hier als... Ach, wie heißt denn der wieder? Ich vergesse immer die Namen. Quicksilver? Ja. Normalerweise bin ich immer der den Namen vergisst. Ne, ich habe heute noch nichts gegessen, ne? Ah, okay. Und das nachmittags um 1? Ja, hat sich nicht ergeben. Einfach lange im Bett. Okay. War gut. War hoffentlich nett trotzdem im Bett. Ja, oh, was haben wir denn? Au. Wieso tust du mir weh? Ich würde ja meistens sagen, dass du es verdient hast, aus irgendwelchen Gründen. Aber diesmal habe ich es nicht gesehen, weil ich auf meine Tore fixiert war. Ah, das Fliegen ist so gut in dem Spiel, sagte er und flog am Tor vorbei. Aber das lag an mir, das lag nicht am Spiel. Und da vorne ist auch schon das Ziel, was wir noch schaffen müssen. Nein, es liegt nie am Spiel. Nee. Und eine goldene Medaille. Die Streitbank von Chitauri, die kennen wir ja auch. Oh, dort ist ein Charakter. Das ist Dr. Strange. Hast du einen Moment Zeit? Keine Sorge, es ist nichts anderes. Okay, Falcon sieht, also im Film sieht sein Ding nicht so klobig aus, wie was er hier auf dem Rücken trägt. Das stimmt, ja. Das haben wir schon gemacht, glaube ich. Das wird nicht mehr angezeigt auf der Karte. Ich mache mal die Mission für Dr. Strange, wenn ich schon hier bin. Hallo. Das ist sicher neu für dich, aber der große Sorcerer Supreme war früher nur Hirnchirurg. Bis ein Unfall mich des vollen Nutzens meiner Hände beraubte und ich in dunklen Seitengassen operieren musste, um zu überleben. Am Gehirn sollte man allerdings nicht mit zittrigen Händen herumflicken. Ein paar meiner Patienten aus dieser Zeit blieben etwas geistig defragmentiert. Der Sorcerer Supreme hat die Fähigkeit, sie zu heilen. Ich bräuchte nur etwas Hilfe, sie zu finden. Okay, Mission annehmen. Machen wir. Die Patienten, von denen ich gesprochen habe, sind alle leicht zu erkennen. Sie glauben, sie seien Bauernhoftiere. Halte die Ohren offen, dann findest du sie bestimmt. Ah, da habe ich schon das erste Bauernhoftier. Was zur Hölle? Nein, bleib da, Hühnchen! Mein Hühnchen läuft weg. Bleib da.
Du sollst doch da bleiben. Achso, ich hab's schon gefunden. Ich darf sie gar nicht mehr kaputt boxen. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Irgendwie ist es auf der Karte manchmal etwas komisch angezeigt. Ah, da. Die Kuh habe ich auch gefunden. Oder den. Ja. Eher den Stier. Mal gucken, da vorne ist auch noch irgendjemand. Um die Ecke direkt. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin der da Melker. Da bist du. Ach, den Esel haben wir auch noch. Sehr schön. Irgendwie bin ich gerade nicht so zufrieden mit der Charakterwahl, die wir hier haben. Mir fehlt irgendwie so ein Multitalent. Oink, 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 um das mal klarzustellen, Hedgehog jetzt. Oh, nett. Oink, oink. So, ich quatsch mal wieder mit ihm. Mit Herrn Strange. Mal schauen, was wir als Belohnung bekommen. War der hier? Oder ist das grüne? Was ist das grüne für eine Quest? Ne, die Quest wird wahrscheinlich das hier sein, oder? Was mir hier angezeigt wird, das passt von der Position noch besser. Schauen wir mal. Ich glaube, das sieht viel... Ja, doch, das sieht vielversprechend aus. Ah ja, da ist er. Von denen ich gesprochen habe, sind alle leicht zu erkennen. So, dann schauen wir mal. Hier ist irgendwo ein goldener Stein. Ja, das sind alle. Ich muss dir danken. Endlich kann ich diese dunkle Stunde vergessen machen. Oder sie zumindest verkleiden und eine Art Streichelzoo aufmachen. Ich glaube, damit könnte man wirklich gutes Geld verdienen. Auf den Doctor Strange-Film bin ich auch gespannt mit dem Cumberbatch. Was meinst du? Keine Sorge, ich würde dich selbstverständlich am Gewinn beteiligen. Ich scherze natürlich nur, was den Streichelzoo angeht, meine ich. Ja, selbst ich bin nicht so sonderbar. Ach, den haben wir jetzt erst freigeschaltet. Ja, ich dachte auch, den wäre schon vorher, aber den... Naja, durch das Pack haben wir, kriegen wir ihn wahrscheinlich sowieso nochmal. Geh ich in so, was muss ich jetzt hier machen? Weißt du, was ich hier machen muss, wen ich hier brauche? Irgendjemand, der Dreck wegmachen kann. Boah, ich hätte jetzt gesagt Krusty der Clown, aber das ist ein falsches Spiel. Gute Frage. Wer kann denn sowas? Steht da nicht irgendwo ein Avengers-Zeichen? Normalerweise steht doch dann immer ein Avengers-Zeichen da. Wenn man sowas machen muss. Wie komme ich da rein? Okay, wo ist denn unser guter Captain? Ach, da. Oh, wir kriegen hier Doctor Strange, ne? Haben wir jetzt Vision kann auch durch diese Tour. Ach, das war ein Vision-Tor. Ah. Ja, natürlich, was dachtest du denn? Ja, so klar. Wirklich. Kann man. Vision kann doch auch so einen Laserblick, oder? Ja. Hallo, Captain. Wo ist dich da, wo ist dich? Iron Fist. Aber wir brauchen Captain. Iron Fist ist auch nicht schlecht, oder? So, einmal hier noch rum. Und da ist auch schon der goldene Stein. Der war leicht. Zumindest weil ich zufälligerweise gerade Vision dabei hatte. Das hat gut gepasst, auf jeden Fall. In Wakanda kann man ja nicht frei rumfliegen, oder? Nee, das war nur die Mission, die es da gab. Sonst hätten sie uns da wieder rausgelassen. Oh, ich bin bei Ant-Mans Labor gerade gewesen. Irgendwo hier. Jetzt mal ernsthaft, Leute. Ja gut, ihr könnt mir jetzt auch nicht helfen, aber was muss ich hier machen? Ich mache auf jeden Fall noch eine Charakterquest. 2 Minuten ist das Rennen, was ich machen muss. Okay, ich lösche erstmal die restlichen Feuer. Und Zeitlupe, das ist gut. Das mit der Zeitlupe ist gar nicht mal so unpraktisch. Wenn ich, ey, da bin ich da durchgeflogen. Da bin ich ja sowas von... Ich bin sowas von durchgeflogen. Frechheit. Oh, okay, also wie Frechheit. Aktiviere ich diesen Schalter hier? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass ich gerade hier ein Rennen machen muss. Wahrscheinlich... Ach, der Schalter saugt es dann weg, oder? Im Zweifelsfall dich ein bisschen umschauen. Normalerweise sieht man dann immer was. Ich fliege gerade am Times Square vorbei. Wobei der in dem Spiel wahrscheinlich wieder anders heißt. Oh, da muss man hier aber eine krasse Kurve machen. Naja, die Rennen sind ja eigentlich so immer ganz machbar gewesen bisher. Ah! Gestern. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe uns gerade einen neuen goldenen Stein geholt. Ich habe uns gerade eine Trophäe geholt. Ich weiß zwar nicht wie, aber die ist gut, dass wir sie haben auf jeden Fall. Schade nicht. Ah, hat man nicht 2 Minuten Zeit gehabt für das Rennen? Weiß nicht, also die Rennen sind echt machbar. Mini-Quinjet haben wir jetzt. Doch nur ein Fahrzeug. Hier ist was. Ah. Wo ist denn unser Erleuchteter? Wo ist der Herr Thor, wenn man ihn mal braucht? Oder warte mal, ich nehme die andere Tante, die wir gerade bekommen haben. Ah, okay, da. Vision kann nicht graben. Schade. Aber dafür haben wir Mr. Black Panther mit seinen goldenen Klauen. Aus Vibranium. Der kann auf jeden Fall graben.
Und der nächste goldene Stein. Nur für uns. Ist unser. Black Knight gibt's sogar. Was es nicht alles gibt. Wo ist er denn? Da ist sie das. Das ist eine Black Panther aus Civil War. Ach, hier geht's ja noch rüber, ganz wenig. Oh, das gibt schon wieder so viele Charaktere hier. So, Shuri. Shuri hat ja den Elektrostab. Das dürfte. Okay, die Lichter sind an. Jetzt hätte ich aber auch gerne den goldenen Stein dafür. Dafür, dass die Lichter an sind. Hey! Jetzt haben wir den goldenen Stein. Au, 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 Vision. Nein, das war nicht schön. Ah, die müssen an drei Seiten, muss man die Lichter anmachen. Ah, verstehe. Glaube ich zumindest, weil da sind nämlich auch noch Lichter an der Seite. Mal schauen, so, wo ist. Welche Leute haben wir alles, die sich unsichtbar machen können? Wir müssen doch irgendwo solche Schalter sein in der Nähe. Black Widow, hallo? Wo sind die Schalter? Ih, der sieht nicht gut aus. Wer sieht nicht gut aus? Ich habe gerade gehört, dass noch ein gestohlener Truck durch die. Wen hattest du gerade? Ich suche gerade Black Widow. Ach so, okay. Ist das. Nein? Ach, da unten ist noch ein. Ah. Sehr schön. Bist du Black Widow? Nein. Nein. Ich bin nicht Black Widow, nein. Da verwechselst du was. So. Das können wir, da brauchen wir nicht Tor dazu. Das geht auch mit anderen Leuten. So, die zweite Reihe Lichter wäre auch an. Auch wenn man es nicht sieht. Oh, cool. Winter Soldier kann sich hier Verstärkung holen. Die er auch selber wieder klein machen kann. Das ist gut. Mal gerade gucken, wo der letzte ist. Also ich wünschte, es gäbe hier so etwas wie eine Suchfunktion, das würde das Ganze hier doch. Sind die nicht Namen? Nee, die sind einfach nur nach Kategorie so ein bisschen geordnet, oder? Wenn ich das wüsste. Da oben, du, oder? Ja. Ja, komm, mach dich mal schön unsichtbar hier, Schätzchen. Da, wo ist der. Und was muss ich hier machen, um das aufzukriegen? Ja, ist mir schon klar. Ich würde gerne wissen, wie ich das hier aufkriege. So. Mhm. Was? Auf. Achso, du bist doch schon. Du hast doch da gerade einen Terminal gefunden. Sieht doch vielversprechend aus. Das war übrigens meine goldener Stein, den es jetzt gleich gibt. Ah, da brauchst du noch jemanden von Hydra. Okay, jetzt brauche ich jemanden von Hydra. Erst brauchte ich jemanden von Shield. Haben wir wen von Hydra? Ja, haben wir. Wenn ich die Charakterauswahl nehmen könnte, dann könnte ich mir. Na, wo ist er denn? Der war hier unten irgendwo. Ah, stimmt, wir haben ja Agents of S.H.I.E.L.D. jetzt, ja, dieses Dings auch, da müssen wir ja auch... Nee, der... Wo ist er denn jetzt? Hallo? Okay, sah nicht so cool aus. Ich weiß nicht, wer noch alles von S.H.I.E.L.D., von Hydra ist, aber ich weiß, der Typ war eigentlich ein Hydra-Typ. Ja, sieht vielversprechend aus, oder? Ja. Ich glaube, wir mussten nochmal... Nee, die Kamera kennt ihn... die Kamera musst du wieder ausmachen. Er muss unsichtbar sein und er muss von Hydra sein, oder? Nee, das glaube ich gibt's nicht. Also nicht. Schauen wir, was wir da noch haben. Unsichtbar und Hydra, das ist ein bisschen viel. Weil die Kamera mal rumstresst, deswegen. Oder er ist nicht von Hydra, das kann auch sein. Dass deswegen nicht ging. Ja, die Fury ist für gewählt, nicht von Hydra. Ach so, und jetzt kannst du rein. Ah, konntest du vorher nicht rein? Wieso bin ich jetzt gerade gestorben? Das kann ich dir nicht sagen. Immer irgendwie der fliegen kann, das macht es leichter, da hochzukommen. Ja, nimm Vision. Vision ist immer gut. Ah, und da brauchst du jetzt nochmal jemand. Au! Hydra? Ich tippe, man muss von Hydra sein. Nee, sieht gerade aus wie Shield. Ah, stimmt, ja doch, ja. Ja, stimmt, ist ja das Weiße zeigen. Ja, Shield, sorry. Ich suche dabei mal den nächsten goldenen Stein, der hier auch sich irgendwo versteckt. Hm, da ist er auch schon. Wen brauchen wir denn hier? Du bist Shield. Ah, ich weiß, wen wir hier. Oder? Kannst du das auch? Ach, der kann das auch. Oh, Vision ist ja auch richtig praktisch. Entschuldigung. Ey, du hast mir gerade mein Rätsel weggenommen. Das ist schön. Mir wird angezeigt, wie ich das Rätsel machen muss, aber... Also mir wurde es nicht angezeigt, wo die Sachen sind. Na gut. Es ist doch eh immer nur ein wildes Rumgedrücke. Ja, aber dann wäre es wenigstens ein koordiniertes wildes Rumgedrücke gewesen. Aha, jetzt will er wieder ein Hydra. Ah, der will immer beides haben, oder? Er kann den Sachen ziehen. Kannst du Mockingbird Sachen ziehen? Nein, Mockingbird kann keine Sachen ziehen. Schade. Wen haben wir denn noch, der Sachen ziehen könnte vielleicht? Captain Marvel. Du bist Coulson. Hydra. Thunderstrike. Jawohl, ja. Thunderstrike ist auch ein Charakter, ein Level
Gepäck, glaube ich. Hat irgendwer so eine Waffe da? Spider-Man könnte bestimmt Sachen ziehen, aber Spider-Man haben wir nicht, oder? Noch nicht, noch nicht. Den gibt es ja bestimmt auch wieder noch in dem Spiel. Sollte es zumindest geben, kann die Sachen ziehen mit ihren magischen Händen? Nein, kann sie nicht. Verdammt. Ich weiß halt gerade echt nicht, was ich hier erreicht haben soll. Nein, ich wollte nicht in den Kopf. Das wollte ich nicht, ne. Warte mal, ich wollte... Entschuldigung, das ist mit der Charakterauswahl hier immer so blöd bei ihm. Captain America Bucky. Du kannst... Ah, der kann sich entziehen. Geht doch. Der hat einen Enterhaken dabei. Auf Captain America Verlass. Na, da brauchen wir Techniker. Okay, ich brauche hier also wieder... Boah, das ist ein Krampf, ist das. Ein Krampf. So, siehst du, da brauchen wir den Panther schon mal. Nee, nicht Scarlet Witch. Oh Gott, hätte ich mir die Reihenfolge merken müssen. Oh Gott. Oh nein. Ich wette, ich bin bestimmt schon... Wieso ist die jetzt hier oben? Hä? Da sollst du hin. Was? Das war doch... Okay, jetzt war erst oben. Okay, Entschuldigung. Nein. Das. Da will ich hin. Dahin. Und... dahin. Wow, also ich glaube, das war der komplizierteste goldene Stein, den ich je geholt habe. Immerhin, du hast ihn geholt, siehst du? Das zählt doch am Ende, oder? Ich versuche den hier auch gerade noch zu holen. Na, und wieder ein goldener Stein mehr. Na, wir sammeln die goldenen Steine, es geht voran. Bald gibt es keine goldenen Steine mehr in der Stadt. Mehr oder weniger. Na, schau mal, da ist noch da, um geht's noch weiter. Was Steine angeht, hier muss er irgendwo sein. Ah, hier ist wieder einer. Wie kann ich denn Sachen... Kann wir... Also, wir okay. Können. Da könnte er sein. Hier runter. Vision kommt da nicht durch. Der Part von Lego Marvel's Avengers ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Natürlich würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dann wirst du in Zukunft auch keinen Part mehr verpassen. Und es lohnt sich auch immer, auf meinen Facebook, Twitter, Google+ und Instagram-Seiten vorbeizuschauen. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Da bekommst du immer die neuesten Infos zu meinem Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und möge die Macht mit dir sein. Servus.